Hallo, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Oh. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's dann wieder ein kleines Ankündigungsvideo. Yay! Denn ich habe bereits schon auf meinen sozialen Medien, aber auch in einem Speedbild gesagt, dass jetzt große Veränderungen anstehen. Ja! Beziehungsweise an sich auf dem YouTube-Kanal ändert sich wahrscheinlich erstmal nicht so viel. Außer, dass Sims 3 bald enden wird. Und ich dann nur noch zwei laufende Projekte habe. Was für mich wahrscheinlich sehr viel besser ist, weil die dann sehr viel regelmäßiger kommen können. Aber viel interessanter ist doch, dass ich anfange mit Twitch-Livestreams. Die Frage war teilweise, warum ich denn auf Twitch livestreame, wenn ich schon auf YouTube gestreamt habe. Aber letztendlich, Twitch ist halt einfach die bessere Plattform dafür. Und ich dachte so, auf mehreren Plattformen eine kleine Audience aufbauen, ist vielleicht auch ganz süß. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, deswegen habe ich mich für Twitch entschieden. Aber für die Banausen, die keine Lust auf Twitch haben, ich habe in der Videobeschreibung schon einen VOD-Channel verlinkt. Dort könnt ihr dann innerhalb der nächsten 7 Tage alle Livestreams dann immer nachschauen. Also irgendwann innerhalb von diesen 7 Tagen nach dem Stream wird das da halt online kommen. Weil ich möchte das Ganze ja auch für mich selber archiviert haben. Und ich freue mich schon ganz doll. Wir werden die Not-So-Berry-Challenge spielen. Da wird es ja auch hauptsächlich Sims geben. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal was anderes machen. Aber das wird sich dann ja mit der Zeit geben. Es haben auch schon ganz viele gesagt, dass sie sich ganz doll freuen. Und ich freue mich auch. Und ich denke, das wird sehr, sehr lustig. Ich hatte ja jetzt darauf gewartet, dass ich eben einen Akku-Dummy für meine Kamera bekomme, damit die nicht nach 2 Stunden leer geht. Wir haben zwar immer noch das Problem, dass sie alle halbe Stunde ausgeht und ich dann einen Knopf drücken muss. Aber wir werden damit klarkommen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen lustig zwischendurch. Aber wir machen das auf jeden Fall. Und ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Also ganz viele sind sehr aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und am besten sage ich euch, wann der erste Stream stattfindet. Denn ich habe mir gedacht, dieses Video kommt ja hier an einem Mittwoch. Und damit ihr genug Zeit habt, um zu schauen, dass ihr auch Zeit habt, das also, ne? Weil ich weiß, dass nicht alle immer tagesaktuell gucken. Wir streamen am Donnerstag ab 16 Uhr, damit ich vorher noch mit Bella gehen kann und so. Das ist dann halt ein bisschen besser. Ob ich nochmal streame die Woche, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich generell sehr spontan alles. Also ich werde keine festen Streaming-Zeiten haben, weil das mit den 2 Uploads die Woche stresst mich manchmal schon. Deswegen möchte ich da einfach keine festen Streaming-Zeiten. Ich streame einfach, wenn ich Lust habe. Und ich bin so aufgeregt. Ich habe schon alles Mögliche vorbereitet und ich glaube, das wird ganz toll. Deswegen freue ich mich, wenn ihr dann auch reinschaut. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich werde euch antworten. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist alles geklärt. Also der Kanal ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also sowohl der VOD-Channel als auch der Twitch-Kanal. Dort könnt ihr schon reinfolgen und wenn ihr Interesse an den VODs habt, könnt ihr da natürlich auch schon abonnieren. Dann bekommt ihr natürlich ja auch die Benachrichtigungen dazu, wenn ich eben online gehe. Also ich denke, für alle Portalen wird das hier sehr, sehr schön. Wenn ihr nur diese YouTube-Videos schauen wollt, dann ändert sich für euch nichts. Aber es ist auch okay. Das Einzige, was vielleicht passieren könnte, ist, dass wir mal irgendwie ein Highlight als Short oder so hochladen aus den Livestreams. Aber ansonsten wird alles so bleiben, wie es ist. Ich werde weiterhin 2 Uploads haben, das wird hier immer noch mein Main-Ding sein. Aber ich freue mich schon ganz doll, mit euch live zu gehen. Man merkt doch, wie glücklich ich bin, oder? Also ich bin sehr aufgeregt, wie gesagt. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen stressig für mich sein. Aber ich freue mich auch ganz doll. Dann hoffe ich, wie gesagt, sehen wir uns morgen. Und ansonsten, wie gewohnt, am Samstag auf diesem Kanal wieder. Bis dahin und tschüss!